Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer Map zusammen mit dem Boxe. Moin! Mahlzeit! Zusammen sind wir das Team Salty Beans! Es wird die letzte Folge am Freitag und wir sind gut dabei. So, den Ladewagen. Ich brauche den Ladewagen. Ich musste nur mal gerade überlegen, was ich machen wollte. Sorry. So. Ladewagen. Bisschen schade ist ja, dass ich dachte, unsere Felder wären reif. Also. Ja, ist schon wieder so ein halber Meter daneben, ne? Ist zum Mäusemelken. So rum. Wie? Was hast du denn jetzt? Ja, ich wollte den Ladewagen anhängen und bin wieder zu steil reingefahren. Das ist doof. Ich habe heute einfach immer. Ich fahre ein bisschen zu weit daneben irgendwie heute durchgehend konstant. Die Frage ist, das Gras, was du jetzt, was du jetzt sammelst, sollen wir das bei uns ins Lager tun, weil, damit wir es für die Schafe haben? Hast du unser Lager gerade schon leer gemacht? Ist komplett leer. Weil so ein bisschen... Ich würde mal gucken. Ich würde tatsächlich, glaube ich, das von dieser Wiese noch fermentieren. Und wir haben ja noch das von dieser kleinen Wiese oder die Wiese vorne gegenüber des Feldes, wo ja nur ein bisschen runterkommt. Aber ich glaube, wenn wir das als Vorrat haben, reicht es erstmal, weil ich gucke ganz kurz auf die Schafe. Die haben noch 24.300 Liter, haben die noch drin an Gras. Ich glaube, so schnell brauchen wir da kein Gras. Okay. Also, weil wir kriegen ja auch noch Gras. Wenn wir ernten, unser Ackergras macht ja auch noch mal Gras. Ach ja. Weißt ja. du, also ich glaube, Gras haben wir genug. Ich würde alles in den Fermentierer schmeißen und gib ihm einfach. Okay. Also irgendwie so. Also es sind jetzt an Gras 26.600 Liter drin. Ja, ist doch gut. Hauptsache, da bedient sich keiner dran, das wär's ja noch. Nein, da bedient sich keiner dran. Hat sich ja bisher auch keiner dran bedient. Das wäre aufgefallen, irgendeiner hätte es in den Videos gepetzt. Jetzt hatte ich auch gerade mal einen Ruck. Ja, da hat jemand was gekauft wohl. Ah, okay. Ja, aber wir, also Geld müssen wir noch verdienen. Geld! Ja, aber warte ab. Ah, siehste? Ich muss mal tatsächlich stehen bleiben. Ich hoffe, wir haben ja jetzt durchgespult. Oh, guck mal, der Landhandel bietet nur noch 1.600 für das Ackergras. Wir waren mal bei 2. Da haben wir 400 Euro pro 1.000 Liter verloren. Das tut uns, glaube ich, echt weh. Oh ja. Aber, ey, ganz ehrlich, es ist immer noch ein wahnsinnig guter Preis dafür, dass wir Ackergras bekommen. Also die Samen und das Gras. Ich glaube, das lohnt sich immer noch. Auch wenn der Preis jetzt gesunken ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo wollen wir denn langfahren? Oh, Boxer, der Mitdenker hier. Deswegen läuft das bei uns. Jeder sieht bei uns hier die Arbeit und weiß, was er zu tun hat. Sehr gut. Du hast dem Aufsatz gegeben, kann das sein? Den Unimog? Was habe ich ihm gegeben? Ein Aufsatz. Also nicht mehr nur eine Plattform ist drauf, sondern jetzt auch hier so ein... Dann war das tatsächlich ein Fehler. Ich habe nur die Reifen unkonfiguriert, muss ich gestehen. Kostet das Geld? Hat das Geld gekostet? Nee, hat es nicht. Auch die Reifen haben nichts gekostet. Also für 0 Euro umkonfiguriert. Das Einzige, diese 260, die wir bezahlt haben, war die Reparatur vom Unimog. Oh, ich muss mal auch mal reparieren. Ne? Schon 50% hier kaputt. So, soll ich den ersten Ladewagen erstmal ins Lager schmeißen oder direkt wegbringen? Wie viel hast du denn drin? 20.000 Liter. Also ich würde es wegbringen. Ja, bring weg. 20.000, also in Ordnung. Ja, ja gut. Ein Ladewagen halt voll, ne? Ich hänge hinten. Ich hänge vorn und hinten. So. Eierverkauf, juhu. Haben wir eigentlich Hühner? Können wir Hühner kaufen? Wir können Hühner kaufen, tatsächlich. Ah, das hatten die Kollegen in der letzten Folge erzählt. Team
Moment, jetzt muss ich Gucci. Team Gucci Hof. Werner und Mashira haben sich Hühner gekauft. Aber irgendwie wohl nur 10, 15 Stück mehr ging nicht. Wobei, Hühner. Ich weiß nicht, was die hier auf der Karte alles brauchen. Wir haben auf jeden Fall gerade kein Weizen oder sowas für die Jungs und Mädels. Also ich glaube nicht, dass es sich für uns lohnt, gerade Hühner zu kaufen. Lieber noch ein paar Schafe, auch wenn Leute geschrieben, kann ich den, doch, auch wenn Leute geschrieben haben, die Schafe lohnen sich nicht, so wie wir das denken. Ja, mal gucken. Ja. Momentan kommt noch nicht so viel Geld rein für uns. Ja, Ackergras gibt relativ gut Geld, das enttäuscht mich jetzt. Ja gut, aber wir hatten schon mal deutlich weniger. Also ich kenne auch Kartenversionen, wo es maximal 900 für gab. Ich denke, da sind wir mit 1,6 sind wir da immer noch sehr gut bei. Oh, hier oben. Wann hat denn der Maschinenring diesen LKW gekauft? Hier steht ein MAN-Fliegelaufbau. Okay. Das wusste ich gar nicht. Das ging irgendwie an mir vorbei, oder? Der stand da schon immer, aber nee, nicht, dass ich wüsste. Mann, 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 hier wird gemacht, was man will. Ja, ich hoffe tatsächlich, wir können einfach bald dreschen. Bin auch immer noch begeistert, oder nein, eigentlich verwundert, begeistert ist das falsche Wort, dass noch niemand gefragt hat, wo der Mähdrescher denn steht. Aber Was kann ich mit. man sieht halt einfach, die anderen warten auch noch drauf, dass es reif wird. Von daher haben wir schon mal einen riesen Vorteil, dass wir uns den Drescher geholt haben. Und ich glaube, viele machen tatsächlich auch nicht hier irgendwie Feldwirtschaft. Wir haben so ein bisschen Felder jetzt. Ansonsten Paul und Mark. Ich glaube, Ron und Simon, ja, fällen Bäume. Die haben auch ein Haferfeld, aber das wächst. Und ansonsten machen die auch, glaube ich, nur Gras, wie Werner und Maschira. Mal sehen. Wo hast du getankt? An der Hoftankstelle, in der Scheune, wo du den Hänger abgestellt hattest, ist eine Tankstelle. Oh, eine Wollebox ist voll. Geil. Ja, hatte ich eben gesehen, tatsächlich, stimmt. Müssen wir mal gucken, ob wir für diese eine Wollebox losfahren wollen. Ich glaube eher nicht. Werner Maschira haben aber auch Kohle, ey. Krass. Wahnsinn, ne? An Über der Hoftankstelle, wo 200.000. ist die denn? Da gucken wir mal In an. der Halle, wo du den Hänger vorhin reingestellt hattest, wo jetzt das Mähwerk steht, liegt. Okay. Einfach da rein, da ist ein großes, ich glaube, Ah, grünfarbenes da. Fass. Ist teuer? Du musst doch eh, keine Ahnung, ich habe nicht darauf geachtet, als ich mal getankt habe, wenn ich ehrlich bin. Wird jetzt nicht günstiger oder teurer sein, vermute ich mal, als unten beim Händler. Plus die Wegzeit. Ach komm, das geht. Gott, gibt es jetzt hier noch irgendwas? Och Mann, wird das mal reif? Jetzt habe ich nichts zu tun. Okay, ey, ja, was haben wir denn für Schafe letztes Mal bezahlt? Also, 500 pro Schaf. sollten wir noch mehr Schafe kaufen? Oder gehen wir Weiß dann. ich nicht. Hast du mal geguckt, wie die sich vermehrt haben? Ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Wir brauchen natürlich auch noch Zuckerrüben und Karotten. So eine. Ja, für die 100%, aber ganz ehrlich, 75 ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Weil momentan wird uns keiner Zuckerrüben oder Karotten bieten können. Wir könnten es jetzt natürlich am Landhandel ankaufen. Theoretisch geht es, aber ich glaube, die Regeln besagen, dürfen wir nicht. Also von daher wird das auch nix. Wir werden die Folge einfach das große Warten nennen oder sowas. Oh Mann, also dabei ist es schon, ne? 11:30 im Spiel. Ist Wahnsinn, wie die Zeit auf 5 tatsächlich vergeht. Gefällt mir. Ich hoffe, wir bleiben auf 5. Heutzutage Freitag ist ja fast vorbei. Müssen wir mal sehen, was die anderen dazu sagen. Ob denen das auch so gut gefällt.
Oder das Box. Problem ist, Ja. selbst wenn es reif wird, müssen wir eigentlich auch warten, ja, bis, ja, so mittlere Reifestufe. Aber kann ich nicht noch schnell kalken bei den anderen? Geht das nicht? Kannst du bestimmt. Aber, ja, Aber wollen was... wir, dass die mehr Ertrag haben jetzt schon? Ja, haben die jetzt schon durch, Kein Unkraut. Ja, aber wenn wir nochmal Kalk draufschmeißen, ist es nochmal 15% mehr für die. Wie sieht's denn bei der anderen aus? Müsste da mal Unkraut gespritzt werden oder so? Ja, guck doch mal. Glaube nicht. Ich weißt du, ich gehe mal. Ach nee, die sind unten, Paul und. Hä. Warum braucht man. Gibt's was zu tun bei Ron und Nee, ich Simon? wollte einfach mal Ron und Simon fragen, was sie so machen, ob die noch Holz machen. Ah, das siehst du ja, je nachdem, wo die auf der Karte sich sind. Wenn die unten an ihrem Feldrand sind, dann werden die noch Holz machen. Ah, ich glaube aber tatsächlich, die neutrale Zone Ja. ist wirklich noch sehr neutral. Also ich glaube tatsächlich, die haben mit allen irgendwie so ein bisschen die Handelsbeziehungen. Interessant. Hallo. Schönen guten Hallo. Tag, die Herren. Gerade ja, haben wir über sie gesprochen. Ihr habt über uns gesprochen. Das Wo heißt habt ihr denn über anders. Uns gesprochen? Stopp, nochmal. Hallo, wir haben gerade über sie gelästert. Das war uns doch klar. Achso, ja, nein. Hallo Boxy, mein Freund. Wie geht's dich? Hab's dich schon lange nicht mehr gehört, weißt? Ich hab dich letztes Mal im Stream gehört. Prüsterchen. Oh, Prüsterchen. Du bist da nicht lang geblieben, mein Freund. Du bist nicht lang geblieben. Nee, konnte ich mir nicht angucken. Die ist elend. Was? Wir haben... Wow. Okay, so back to topic. Wir wollten fragen, wie es bei den Herren aussieht. Ja, sehr gut. Macht ihr noch Holz? Wir machen noch Holz, aber wir leihen sich jetzt den Drescher aus. Ja, das geht leider nicht. Den haben wir schon ausgeliehen. Es gibt kein Reservieren nicht. Wir haben das gerade mit der Rennleitung abgesprochen. Und Hä? Bei euch steht da rum und unser Feld ist reif und wir möchten es gerne abernten. Ja, unser Feld ist ja auch, auch reif quasi. Ja, wo ja, denn? Dann? Bei euch steht der Drescher die ganze Zeit hier rum. Nein. Nee, das habt ihr heute komplett falsch gesehen. Also, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder setzt sich einer von euch jetzt in den Drescher und fängt an zu dreschen. Oder wenn ihr gerade noch andere Sachen zu tun habt, dann nehmen wir den jetzt mit. Eins andere vorbei. Sache. Ich habe eine ganz andere Sache. Also wir... Nein, nicht ablenken, Boxen. Wir können... Nicht ablenken. Nein, wir haben jetzt keine Zeit. Halt, stopp. Es kommt halt, gleich stopp. Noch mehr, die wollen den Drescher haben. Passt mal auf. Okay, fang mal an. Aber schnell. Ihr seid ja auch die... Ja, Förster, ne? Ihr seid ja auch ordentlich im Forst unterwegs. Und da würde ich einfach mal fragen, ihr bleibt im Forst und wir können ja auch euer Feld abernten. So einen kleinen Obolus bekommen wir dann dafür. Was? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Also, momentan können wir es uns erstmals nicht leisten. Und Obolus, wir brauchen jedes Grashalm selber momentan und jeden Ernte, was wir reinkriegen. Ja, aber das ist es ja. Wir brauchen es ja auch. Ja, dann Boxe, kann ich nur sagen, seh zu. Also, ihr fangt jetzt zum Ernten an. Wenn ihr fertig habt, kommen wir. Wir holen dann. Hallo, ja. Ist noch jemand da? Nee, wir sind noch da. Wir sind noch da. Ja, aber ja. Wir wollten das nochmal weiter diskutieren mit dem Obolus, wenn wir euer Feld ernten und ihr nebenbei weiter Holz machen könnt. Ihr verdient ja dann quasi und wir... Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Simon, wir haben jetzt noch 50 Sekunden, dann ist die Folge hier zu Ende. Gut, ich beeile mich. Der Frosch ist hoffentlich weg. Sorry. Wie lange benötigt ihr denn noch, um den Drescher in Betrieb zu nehmen? Wir haben noch ordentlich Hektar, ich sag's euch, wir haben ordentlich Hektar. Weil prinzipiell blockiert ihr gerade ein systemrelevantes Gerät einfach nur so aus... Halt, stopp! Deswegen habe ich euch hier angeboten, kein Problem, wir ernten für euch das Feld und ihr geht weiter in den Forst. Ja, dann könnt ihr aber auch sofort euer Feld erstmal abernten. Nee, wir sind ja sozial unterwegs und ziehen euer Feld unserem vor. Ihr macht ja hier richtige Mafia-Methoden. Nein, um Gottes Willen. Nein? Boah, ich hab hier leicht den Eindruck. Hast du diesen Eindruck auch, Simon? Wir haben doch schon mehr als einmal bewiesen, dass wir nicht auf Mafia-Methoden, sondern auf freundschaftliches, gutes Verhältnis setzen. Aber ich würde sagen, das diskutieren wir in der nächsten Folge nochmal.
Das können wir dann gern machen. Lass uns doch zusammen abmoderieren. Genau. Wollte ich gerade sagen. Freunde, in diesem Sinne sind wir raus aus der Holzer Map. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. So sehe ich das auch. Tschüss. Tschüss. Dann.